Es geht los. Idee gut, Ausführung scheiße. Eigentlich. Und jetzt habe ich mich hier komplett verfahren. Ist alles nicht so schlimm. Für so einen Moment. Da sind wir alleine. Guckt mal, was der abgezogen hat. Ich glaube, Toilettenpapier ist gerade wichtig und Nudeln. Was machen die Kinder da? Mit so einem Bullshit. Ganz, ganz seltsamen Ding. Was mache ich hier eigentlich? Tag. Tag 1, 3, 2. Klingt wie falsch gezählt. Aber es ist richtig. Wir sind schon bei 132 und ich wollte hier weiterbauen eigentlich. Eigentlich. Aber ich bin wieder tagesaktuell, nehme ich gerade auf. Ich habe nicht so viel vorproduziert, nicht können. Und heute ist eine traurige Nachricht für mich. Ich weiß nicht, vielleicht für euch auch. Der Rüdiger Neberg ist gestorben. Und ich bin jetzt nicht zutiefst betrübt oder so, aber es ist schon, es erinnert mich daran, hat mich schwer daran erinnert. Er war der Typ, der mich drauf gebracht hat, mich um so, ja, Survival-Skills zu bemühen. Einfach weil, also weil es Spaß macht. Also die Freude daran zu entdecken überhaupt, so dieses, überhaupt die Erkenntnis zu erlangen in der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, zu erlangen, ey, es geht auch ganz anders. Wir müssen gar nicht hier so wie das Leben, so wie ihr hier lebt. Und das war mein Schritt raus aus der Gesellschaft, so in die, ja. Und deswegen werde ich jetzt mal kurz ein bisschen in den Wald fahren. Eine kurze Ehrenrunde drehen. Vielleicht mit dem Fahrrad. Er war ja mehr auch so ein Naturbursche. Nee, einfach so. So einen Moment, fahren wir das Fahrrad. Hier, zack. Ja, mir war er wert und teuer. Also, ich kannte ihn jetzt leider nicht persönlich. Ich habe mir so gedacht, ach, würde ich gern mal. Ja, und dann schiebt man das so auf, dann macht man es nicht und dann kriegt man plötzlich mit, oh, der ist schon 84 und gestorben. Woran jetzt, weiß ich nicht, ob es Corona war oder so, das interessiert mich, ist eigentlich auch unwichtig. Tod ist tot und ist traurig. Ist schade. Und natürlich ist es egoistisch, wenn ich sage, ich hätte gern. Ne, aber ich war jetzt auch nicht so ein Nahestehender. Ja. Was ich erzählen wollte eigentlich, genau, wie ich als Kind auf dem Sofa von meiner Oma gehangen habe. Das war so ein ganz spezieller Platz. Wie soll ich denn das beschreiben? Ist das wichtig? Ja, für mich schon. War so ein Zweiersofa, was aus so Einzelteilen, also ne, jeder Sitzplatz war ein Sofa und dann wurde das so zusammengestellt und unten irgendwie an den Füßen verbunden, dann hattest du, ne? Und mein Fernsehplatz war dann so, dann hatte ich das eine Sofa so rausgekippelt und habe dann immer. Da stand dann quasi, wie viel Grad? 45 Grad? Also halt, habe ich drauf so balanciert. Ne? Meine Knie an die Lehne und dann ging das Sofa, der eine Sitz so hoch. Und dann konnte man da so balancieren. Das habe ich super gern gemacht. Keine Ahnung. Meine Oma hat mich machen lassen. Mein Onkel war immer wütend. Macht man nicht und so geht man. Ja, ja. Ja. Aber meine Oma wusste schon, wo das herkommt. Und, da habe ich dann halt immer Fernsehen geguckt. Ne? Alles, Spaß am Dienstag, ganze Klumpatsch. Und auch dann die Dokus über den Rüdiger Neberg, der ja alles gemacht hat. Ne? Der dann so die Verrückte war. Also wenn ihr den nicht kennt, guckt mal, was der abgezogen hat. Der war eigentlich Bäcker, beziehungsweise hier so ein Tortenmacher. Wie nennt man das? Gibt's auch ein Wort für. Ja, komme ich gerade nicht drauf. Und ist dann in tiefsten Urwald, hat sich abwerfen lassen, nur mit einer Buchse an und den irgendwie wichtigsten oder eigentlich fast gar nichts ausgerüstet und hat da überlebt. Hatte da Würmer in sich und Dings und die gesammelt. Also der ist jetzt ganz, ganz krass zusammengefasst. Also die Geschichten, die muss man sich von ihm anhören, die Dokus sich da angucken, das lohnt sich, das ist echt spannend. Und was ich halt, genau, was mich halt so überzeugt hat als Kind, war es wirklich diese Erkenntnis. Die war ganz früh da, also dieses Jahr, es geht auch anders. Man muss nicht so, wie alle wollen. Und dieser Schritt raus aus der Gesellschaft, hatte ich ja vorhin gerade schon angeteasert, diese Erkenntnis so. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Oma gesagt habe, mich umgedreht habe, hier, guck mal,
So wie der, das möchte ich auch lernen. Wie man überlebt ohne alles. Und ich weiß gar nicht, was meine Oma gesagt hat, aber sie kannte es ja und hat das wohl, glaube ich, nicht verneint, weil sie hat ja auch in der Flucht von Schlesien zurück, dann so Richtung Nordrhein-Westfalen, den ganzen Weg, die hat es gelebt. Und sie wusste wohl um die Wichtigkeit, um dieses Wissen. Ja, ich weiß leider nicht mehr, was sie gesagt hatte. Wahrscheinlich so ein zustimmendes Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber, ja, diesen Moment wollte ich mit euch teilen. Keine Ahnung, weil er mir wichtig ist. Und weil mich gerade jetzt natürlich der Tod daran von ihm daran erinnert hat. An die Wichtigkeit. Und auch, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, mich um einige Sachen auch gekümmert habe, die mir helfen. Wie zum Beispiel, ich will das nicht flexen. Das ist so, es war für mich ein gutes Gefühl, in die Krise jetzt zu gehen, die gerade herrscht. Herrscht ja gerade die Corona-Krise und hoffentlich nicht allzu lange. Aber vorbereitet gewesen zu sein, dass mich das nicht so hart getroffen hat, wie, was mache ich jetzt, sondern wo ich wusste, okay, ganz ruhig zu überlegen, was ist denn jetzt wichtig? Und auch zu wissen, gut, manche Sachen hatte ich vorbereitet, wie Toilettenpapier oder solche Sachen war ich immer vorbereitet. Also nicht wie so ein verrückter Prepper, wie das Bild da jetzt gezeichnet wird, da, was ich schade finde, auch furchtbar, dieses mediale, skandalöse und dass das jetzt so. Und ich war auch so ein tiefer Prepper bin ich gar nicht. Ne? Also so. Die sind ja auf alles vorbereitet und haben den Platz dafür und ein Riesenlager und keine Ahnung. Und das habe ich gar nicht gemacht. Aber immer so eingekauft, dass ich denke, ja, dass das für ein paar Wochen hält. Ne? So, ich muss jetzt auch einkaufen gehen zwischendrin. Also so ist es nicht. Ich bin hier, ich könnte mich jetzt nicht ein halbes Jahr einfach mal abschalten. Das geht nicht. Aber gut, beim Virus ist Blödsinn rauszugehen. Aber ich wüsste natürlich, wenn jetzt irgendwas zusammenbricht, wie überlebe ich. Ne? Leider auch nicht so trainiert, wie ich es gerne hätte. Ne? So rausgehen, jagen, Fallen bauen darf man nicht. Und solche Sachen. Also wirklich für einen Ernst, ganz extremen Ernstfall üben. Aber so Grundkenntnisse finde ich wichtig. So habe ich auch schon mal angeteasert oder so angesprochen ganz kurz. Wissen, wie man Feuer macht. Wissen, wie man an die wichtigsten Sachen rankommt. Wissen, was wichtig ist. Nämlich in erster Linie Wasser. Sonst nach 3 Tagen ist Sense. Dann erst Essen. Das hält man 30 Tage. Grob gesagt. Und wie viel Fett man angesetzt hat, aus. Ist nicht angenehm. Aber auch zu wissen, so was für Essen ist wichtig. Ne? Ist Zucker wichtig? Nein. Weil dann knallst du jedes Mal in Unterzucker. Das ist wie Kaffee. Also Leute, die es kennen, wissen es, aber die Leute, die es nicht kennen und besinnungslos in sich reinstopfen, was ist das für ein schöner Berg, haben die Erfahrung gar nicht. So die Differenzierung von verschiedenen Nahrungsmitteln. Also ich mag Zucker eigentlich nicht so. Also natürlich mag ich auch Schokolade und gewisse Dinge so, wo ich, aber die habe ich so drastisch reduziert und gönne mir die so selten, weil mich die immer so in den Unterzucker hauen. Weil mir es auf den Sack geht, diese Insulinachterbahn, die dann angestoßen wird. Und auch Kohlenhydrate und sonst. Jetzt rede ich über Essen, wie so ein Fachmann bin ich gar nicht, aber hab mir da natürlich auch was drauf geschafft. So für mich, das ist ja das Ding, muss ja jeder für sich rausfinden, was für ihn wichtig erscheint. Lernt man am besten beim Wandern. Ne? Also ich weiß halt, was ich brauche und andere wissen halt, was sie brauchen. Und manche essen halt Pflanzen und sind dann vegan, Vegetarier. Völlig okay, habe ich nichts gegen. Nur für meine Diät passt das nicht, komme ich nicht klar. Ist mir das A zu wenig und so viel Pflanzen, wie ich an Kalorien brauche, kann ich gar nicht essen. Und diese ganzen Ersatzmittel mag ich auch nicht, meine Meinung. Wie gesagt, also ich spreche aber nicht gegen das andere, ich rede das andere nicht aus. Für die kann das genau richtig sein. Das gilt es ja zu verstehen. Ich brauche halt andere Sachen. Und ja, das ist dann heißt dann auch Fleisch. Und jetzt habe ich mich hier komplett verfahren. Setzen wir uns mal hier einen Baum und lauschen den Vögeln. Ja, der Nähberg. Nee, was mir daran jetzt bei seinem Tod bewusst wurde, ist wirklich diese Erkenntnis, dass er es war,
der den ersten Saatkorn gesetzt hat, dass ich mich oder einen weiteren Horizont eröffne, wie Gesellschaft funktioniert oder wie Leben funktionieren kann. Weil er ja so ganz krass sagte, so, ja, eigentlich brauchst du nichts, kannst rausgehen und überlebst. Und das fand ich so faszinierend. Das war, ich habe ja auch als Kind eingeimpft oder, was heißt, das klingt jetzt alles so überdramatisch, aber man ist ja, ich bin ja so aufgewachsen, so wie viele, so, ja, so läuft der Hase und irgendwie mal gucken, wo es hinläuft. Essen ist da, kaufen aus dem Supermarkt und klar wusste man, wo das Essen herkommt und. Aber dass es ganz anders gehen kann, dass das Leben so viel weiter ist. Den Gedanken, der ein bisschen auch erklärt, warum ich so ticke, wie ich ticke, der es mir nochmal klar gemacht hat. Und irgendwie hoffe ich auch, das ist so eine stille Hoffnung, muss ich zugeben, wo ich ja sonst immer so reflektiere und warum mache ich das hier alles so, hier ist die Straße auch komplett zu Ende gewesen. Meine Hoffnung, dass ich vielleicht den einen oder anderen doch anstupse, so einen wertvollen Gedanken mitzunehmen, der das Leben so ein bisschen reichhaltiger macht, so ein bisschen den Horizont erweitert, der ein bisschen ausbrechen lässt aus dem Trott, der ein bisschen, wo man denkt, was mache ich hier eigentlich und geht's noch ein bisschen weiter und muss man diesem Maxim, was uns so vorgegaukelt wird, wirklich folgen? Macht das wirklich glücklich? Was macht mich wirklich glücklich? Ich habe festgestellt, viele Dinge, und natürlich will ich, man hat dann immer so dieses Verlangen, anderen das zu verbieten und dann zu teilen, hier, das macht mich glücklich, das musst du jetzt auch tun. Die grundlegende Erkenntnis ist, dass es das auch nicht ist. Dieses Zulassen können, dass andere sind, das ist auch so eine Übung. Auch für mich. Ich klinge jetzt so wie so ein Prophet, der sagt, ja, ich bin jetzt so weise bin ich gar nicht. Ich merke das halt nur immer wieder. Ich mache es mir halt öfters bewusst und das sehe ich oft, dass viele das nicht machen. Sieht man jetzt auch in der Krise, wie viele da so unbewusst und aus Angst dann behaupten, oh, das ist ja alles nur inszeniert und Bullshit. Das ist traurig, aber ich weiß auch, warum das machen. Das ist aus Angst. Die haben Angst. Und es ist okay, Angst zu haben in dieser Zeit. Ich habe zwischendurch auch so einen Moment, wo ich denke, oh, wie wird das? Wie wird das? Habe ich es schon gehabt? Jetzt so ich hatte ja so ein paar Tage, wo ich am Rumkränkeln war. Und andersrum ist dann natürlich die Befürchtung, ja, das war normale Grippewelle. Hast du überstanden, aber das große Ding hast du noch nicht. Und wie wird es auf dich reagieren? Das ist eine berechtigte Angst, total berechtigt, auch die zu äußern. Und natürlich zu erkennen, dass man da hilflos ist. Wir haben alle keine Antwort drauf, wie die nächsten Wochen werden und wie es wird, wenn es uns erwischt oder ob wir schon immun sind. Vielleicht ist es ja ganz symptomlos gelaufen und plötzlich so, ach so, ja, weiß keiner. Das ist die Situation, das ist das, was schwer zu ertragen ist für viele. Für mich geht so. Ich weiß nicht, ich denke manchmal drüber nach, dann kommt so ein Moment der Furcht so, oh, die Furcht vor dieser Lungenkrankheit. Also nicht atmen können, finde ich persönlich furchtbar. Ich hatte Asthma, also ausgewachsen zum Glück, habe ich auch schon mal erzählt. In der Jugend ganz schlimm. Das ist furchtbar. Furchtbar. Und ich finde es auch furchtbar, dass viele dann so tun, das so abtun. So, was soll's denn, die paar Alten? Es trifft ja nicht nur die Alten. Gar nicht. Aber dann weiß ich auch, die Leute, die da so drüber reden und das so vereinfachen, die leben ihr Leben so vereinfacht. Und es ist okay. Nur, warum krakeln die dann immer so rum? Und, oh, können nicht zugeben, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, weil sie Virologie halt gerade nicht studiert haben, sonst würden sie nicht so reden. Schade. Finde ich schade. Ich kann da so ein bisschen von reden, weil ich Biologie, ne, ich komme aus der Richtung ja auch. Trotzdem weiß ich da auch nicht alles. Also ich sehe das so, ja, wir müssen da den Virologen ein bisschen vertrauen, die da gerade auch mit dem Ding arbeiten, ne? So wie dieser Drosten, den Doktor, den finde ich super. Wo sie diesen NDR-Podcast, den ich sehr empfehle. Vielleicht kann ich den auch verlinken. Obwohl, ihr findet NDR auf YouTube ja
NDR-Ratgeber ist da. Die machen Podcasts und der lohnt sich, sich anzuhören. Auch wenn man da vieles wahrscheinlich nicht versteht, aber das sind die Leute, auf die wir hören sollten, wo wir zuhören könnten, um sich auch ein bisschen zu beruhigen, um zu verstehen. Weil verstehen heißt, die Angst bekämpfen. Auf die Angst zu. Machen viele. Also ich habe so das Gefühl, das machen sehr, sehr viele. Und die da krakeelen, wo ich mir denke, ja, lass sie doch krakeelen, die haben Angst. Die haben einfach nur Angst. Und deren Überlebensstrategie ist es einfach, doof rumzureden und alles zu verneinen. Nur ich habe gelernt, auch durch, also ne, wo wir von Neberg kommen, ich war mal in Norwegen, bin in den Fluss gefallen und ja, wie schnell es vor, also reingerutscht. Blöde Aktion, kann ich ein anderen Mal erzählen, ausführlich, aber was ich eigentlich sagen will, ist, was ich da gelernt habe, ist so, wie schnell kann es zu Ende sein? Das wurde mir in dem Moment bewusst. Auch danach, so dieses, wo ich drüber lachen konnte, so dieses, Mann, alles nochmal gut gehen, hätte auch voll schief gehen können, hätte mich nach unten ziehen können, die Strömung, weil war jetzt nicht so ein ruhiger Fluss, sondern das war schon ein reißendes Bächlein. Also so ein, ja, wie beschreibt man das, so ein Tau, was ist so ein Zwischending zwischen Fluss und Bach? Bach ist ja so, da kannst du ja drin stehen, aber ach, die ganzen Begrifflichkeiten. War schon ein Fluss, ein Flüsschen, ein Strom. War schon gefährlich. In dem Moment denkt man da natürlich nicht dran, aber das war, wo alle Sinne geschärft waren. So, jetzt überleben, jetzt kommt's drauf an, zieh dich hier raus. War halt so schwierig, muss ich vielleicht doch dazu erzählen, weil die, nicht die Böschung, das Ufer war halt wirklich 45 Grad. Jetzt, und bin ich da, warum ich da lang gelaufen bin, erzähle ich. Das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Naja. Das ist eine Anekdote, die muss ich mal ausführlich woanders erzählen. Oder wenn der Moment passt. Ja, wie. Und da wurde mir auch klar, da haben ja die Norweger sagen ja zu den Deutschen, die Deutschen kommen nach Norwegen, um zu sterben. Also so ein bisschen despektierlich, so ein bisschen, weil die Deutschen so unvorsichtig sind, weil die Deutschen nicht gewohnt sind, mit der Natur, mit den Naturgefahren umzugehen. Die lernen das ja von Anfang an, gehen raus mit den Kindern und lernen denen so, ja hier, im Einfehl tritt und kannst kaputt sein. Also gibt's viele Möglichkeiten, wie du da verreckst. Und die Deutschen tun alle so, ja nee, wir Deutschen sind ja jetzt hier im Urlaub, da wir sind ja versichert. Ne? Ja, ein Scheißdreck, wenn der Deutsche an sich kann sich gar nicht auf sich selbst verlassen. Gab's da eigentlich Nitrat? Gucken wir nochmal. Ach, scheiß drauf, ich bin mit dem Fahrrad gerade unterwegs. Kleine Tour. Nee, wir... Das finde ich so schade. So. Und das ist auch, dass die Leute, die dann so einfach reden, ach, die Grippe ist ja wie eine Grippe, ist alles nicht so schlimm. Glaube ich alles nicht. Ja, weil wir in so einem gemäßigten, also auch vom Wetter, von allem, vom Klima, wir leben in so gemäßigten, paradiesischen Breitengrad, Deutschland. Guck mal auf der Karte, wir haben keine Wüste, wir haben kein Packeis, wir haben alles nicht im Extrem. Und dann ist klar, dass man so eine überlegene Haltung einnehmen kann und sagt, das ist alles nicht so schlimm. Und wir sind ein reiches Land. Durch die Autoindustrie sind wir so stinkenreich. Uns geht's so gut. Im Vergleich. Seht, was in Amerika gerade abgeht mit der Krise. Die haben richtig Probleme jetzt. Die wünschen sich jetzt dieses Gesundheitssystem. Oder auch viele, die dann sagen, nee, brauchen wir nicht, wir brauchen Schusswaffen. Verrückt. Verrückt. Wie gut wir es haben hier. Da bin ich dankbar für, hier leben zu dürfen. Durch einen kosmischen Zufall, der mein Hirn hierhin gepackt hat. Keine Ahnung, wie das da funktioniert hat. Wie kam ich jetzt drauf? Ach so, die Deutschen, dass wir so, ja, dass wir, ah ja, genau, dass wir halt so und so selbstsicher fühlen aus dieser Haltung raus, dass man sich das mal klar machen sollte, dass es ganz schnell vorbei sein kann. Ist jetzt auch vielleicht die beste Gelegenheit, darüber nachzudenken. Für so einen Moment. Und klar,
Der kann Angst machen. Mir gefällt der Gedanke am Tod auch nicht. Aber wir sind dem allen ausgeliefert. Und jeder hofft, dass es gnädig zu Ende geht, wenn es soweit ist. Aber wenn man sich so umschaut, das ist es meistens nicht. Es ist da kein Respekt. Es ist, oder wie sagt man, Dr. House war eine Folge, da war das so extrem. Der hat das auf den Punkt gebracht. Der meinte, im Tod ist kein, kein würdevoll. Es ist nicht würdevoll. Es ist nicht würdevoll. Gute Serie übrigens. Dr. House, falls ihr noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, wo man die gucken kann aktuell. Ich habe die vor Jahren, ist auch schon 10 Jahre her, glaube ich. Mit meiner Ex. Die hat mich draufgebracht. Großartig. Spaßig. Ja, aber ich denke auch, Tod ist nicht würdevoll. Da ist nichts Würdevolles dran. Den schlimmsten Gedanken am Tod finde ich, jetzt reden wir über so schwere Themen, aber warum denn nicht, wo die Gelegenheit gerade da ist, weil Neberg gestorben ist. Was soll ich sagen? Genau, das schwerste Anzunehmende für mich ist so, dass wir im Tod allein sein werden. Egal wie viele Leute um dich rumstehen. Tod ist eine sehr persönliche Geschichte. Und ich weiß jetzt schon, also der Moment, da werden wir allein sein. Das ist so ein Moment, wenn man mal gepackt ist so und auch so wach wird, ja, scheiße. Oder wenn man mal in so eine Gefahrensituation gekommen ist, irgendwie, da weißt du, da bist du jetzt auf dich gestellt und jetzt kommt es auf dich, sah deine Ressourcen, was auch immer. Und Tod ist dann so, ja, das ist dein Moment auch. Ganz alleine. Den musst du alleine durchstehen. Da hilft dir keiner. Da kommt keiner, der sagt, ach komm, ich helfe dir mal, ich nehme dir das mal ab. Geht dann nicht. Ist nicht. Es klingt so komisch zu sagen, da sind wir alleine. Nein, da bist du alleine. Da bin ich alleine mit. Das ist, was mich da so traurig drüber stimmt. Und es tröstet nicht wirklich zu wissen, ja, dann alle, die vor mir schon gegangen sind und alle, wir werden alle das gleiche Schicksal leiden. Das ist irgendwie nicht tröstend. Ja. Es bleibt traurig. Es bleibt die Ohnmacht dem gegenüber. Und die Konsequenz zu sagen, dann lass uns doch dankbar sein, dass wir trotzdem jetzt noch leben, dass wir, auch wenn wir es nicht verstehen, warum der ganze Klumpatsch hier abgeht und warum wir so komische Videos in ein Internet stellen können, in eine virtuelle Wolke und dadurch in Kontakt treten können. Und es ist nicht eine wunderbare Welt. Und dass wir selbst mit der Erkenntnis des Rüdiger Neberg es schaffen können, ohne all das, dass wir aus diesem Internet rausgehen können und einfach in die Natur uns stellen und überleben könnten, wenn wir wollten. Dass es möglich ist, auszubrechen. Aus der Gesellschaft, dass wir nicht angewiesen sind auf diese Gesellschaft. Dass wir uns ein Stück weit unabhängiger machen können. Könnten. Dafür bin ich dem Neberg dankbar, dass er mir diesen Samenkorn gesetzt hat. Auch wenn ich es nicht komplett, wie er, ich bin ihm nicht komplett hinterhergestrebt und viele Jahre habe ich was anderes gemacht. Aber so die letzten, lass mich überlegen. Dann habe ich ihn damit bewusst wieder angefangen. Eigentlich auch, ja, knapp 10 Jahre müsste ich mal genau gucken, wann ich mein erstes Equipment und die Sachen für den Wald und so geholt habe. In den Wald bin ich ja immer gern, aber ist auch egal, wann ich damit angefangen habe. Aber wirklich so dieses Survival-Kram nennt man das ja, ich weiß nicht. Bushcrafting. Ist alles so, sind alles so unpassende Worte. Ist auch egal, wie man es nennt. Pfadfinder für einen allein. Keine Ahnung. Pfadfinder ohne Club. Dafür bin ich dankbar, weil das wirklich ein Stück Unabhängigkeit ist, zu wissen, wie man. Ja, klar, kommt ein Stück Selbstverantwortung. Und ich finde es auch erschreckend dann zu sehen, dass viele das gar nicht haben. Komisch ist, ich finde das so befremdlich.
aber es scheint die Norm zu sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Norm ist. Ich weiß nicht, was der große Durchschnitt alles so treibt, aber anscheinend nicht viel. Hat man ja gesehen, weil sie dann nur losrennen und ich glaube, Toilettenpapier ist gerade wichtig und Nudeln. Geilste Nachricht, musste ich ja echt lachen. Also Entschuldigung an alle, die halt so ahnungslos waren. Ihr seid halt, ja, ihr seid nicht dumm, ihr seid halt, wart gefangen in einem, weiß ich nicht, in einer Verblendung. Aber jetzt so die Nachricht von irgendeinem Kaufladen, na, Obersten da, wie heißen die? Ja, der meinte, ja, jetzt hatten sie alle das Mehl gekauft und jetzt haben sie nach ein paar Tagen gemerkt, mit Mehl allein kann man nicht viel anfangen. Jetzt ging der große Run auf Hefe los. Und ich auch dachte, hätte man ja mal vorher googeln können, aber was ist denn Internet? Wen benutzt man das? Da gibt's doch nur YouTube oder was machen die Kinder da? Jetzt kommen sie drauf, so, ja, dann muss man ja, was macht man denn mit dem Mehl? Also mir hat man gesagt, ich soll Mehl kaufen. Ja, viel kannst du da nicht mitmachen. Hat dann einer auch richtig kommentiert. Also ja, da kannst du vielleicht mal, wenn schnell gehen muss, einen Pizzateig, so ein billiges Brot oder irgendwas backen. Aber wenn du mal ein Croissant machen willst oder mehr, dann musst du aber schon mehr können hier. Apropos, wir können mal gucken. Ich habe gar kein Geld dabei. Was will ich bei dem Händler? Fahren wir mal hier außen nochmal rum. War hier nicht mal eine Straße irgendwo? Vergessen. Ich glaube, da außen. Ja, was machst du mit Mehl? Habe ich mich auch gefragt. Ich dachte, ich habe hier auch Mehl liegen. Seit Jahren habe ich mir mal eine Packung geholt, weil ich ein bisschen rumexperimentiert hatte mit, also total bescheuert mit, aber man muss ja testen mit dem Dämpfer, ob man da irgendwie, also so ein Dampfkocher habe ich ja, koche ich mit Vorliebe mit, ob man da auch irgendwie was Brottechnisches oder mit Teig was machen kann und geht nicht so gut. Oder vielleicht auch mal Klöße machen oder so, aber die musste ja, das ist ja alles. Nö, hat aber nicht so funktioniert oder vielleicht hat noch einer eine Idee. Können wir uns austauschen. Aber, ja, seitdem habe ich im Mehl rumliegen und weiß nicht, was ich damit machen soll. Und das war dann auch, wo ich mich gefragt habe, warum kaufen die Leute Mehl? Was wollt ihr damit? Ihr habt nicht die geringste Ahnung. Das sieht aus wie ein Lama, was da rumrennt. Das ist ein Zicklein. Oder was? Das werden wir mal untersuchen. Ich glaube, es war ein Rehlein. Na, mach das Ding hier zu. Hör auf zu schleichen. Und das ist, warum ich auch... Ja, Slack, guck mal, wie es mich anlächelt. Ah, ich bin ein Rehlein. Warum mich auch so Survival-Spiele faszinieren, weil man da auch ein bisschen was lernt. Also auch dieses Gefühl vertieft. Selbstständig sich auf sich verlassen zu können. Deswegen mag ich Survival-Spiele hier so auch sehr gerne. So, die manch eine Idee kriegt man ja hier schon raus. Gut, also ich habe mich fortgebildet, da bin ich YouTube ja auch so dankbar. Diese ganzen Survival-Tricks und machen und tun und was man da alles lernen kann, von Knoten bis Kochen bis Machen. Muss man, wenn man damit anfängt, ist das ein, wie sagt man, ein Rabbit Hole, wo man echt tief reinkriechen kann. Und es macht Spaß, was man da alles lernen kann. Und was dann in Survival-Spielen dann teilweise so, wo man dann denkt, interessant umgesetzt. Ja, aber, ja. Da würde ich mir mal ein Survival-Spiel wünschen, was so, ich glaube da, das musste ich merklich mal besorgen. Das soll ja in die Richtung gehen, was ich so gesehen habe. Dieses, wo man im Dschungel rumrennt. Wie heißt das nochmal? Ich glaube, Polen haben das programmiert, polnische Entwickler. Komme ich gerade nicht drauf. Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch einfällt. Green Days? Nein, Green Hell? Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war Green Hell. Da ist das, glaube ich, was ich so gesehen habe. Ich habe es halt noch nicht gespielt. Das ist sehr nah an Survival, an echten Survival-Dingern, wie man da rumbasteln muss. Aber so ein richtiges Survival-Spiel kannst du auch nicht machen, wäre auch langweilig. Also, das macht mehr Spaß, das in echt zu machen, als... Weiß ich nicht.
Computerspiele haben halt einen anderen Zielpunkt, ein spielerischer Trigger ist halt anders. Realität ist wie Reality-TV, war immer langweilig, fand ich. Weil irgendwo am Ende war es doch gestellt, weil Realität abgebildet sehr langweilig ist. Realität gelebt ist sehr spannend, finde ich. Ich finde, habe ich ja letztens auch drüber geredet, Langeweile finde ich dann auch mal spannend. Ne? Mal sich langweilen, bewusst zu sagen, so, ich mache jetzt mal wirklich gar nichts. Ich setze mich mal hin und gucke, was an Gedanken kommt. Und denk vielleicht mal einen Gedanken zu Ende oder mal gucken, weiß ich nicht. Oder einfach nur mal wirklich bewusst den Körper entspannen oder was weiß ich, was da alles kommen kann. Was ja dann schon Richtung Meditation geht. Ja, nennt man dann so. Wie auch immer. Das kannst du in einem Spiel ja nicht vermitteln oder mach das mal über Radio. Wie langweilig ist Radio, wenn du mal eine Minute nichts sendest? Da denkt jeder, das ist kaputt. Ziel verfehlt. Idee gut, Ausführung scheiße. Ja. Ist mit vielem so. Zu verstehen, was da der Schwerpunkt ist, gezwungenermaßen dem Medium geschuldet. Wie ein Buch halt lange Schachtelsätze haben kann, nur wenn du die bringst, so wie ich hier in so einem Let's Play, versteht keiner, was man sagt. Ein Hörspieldrehbuch ist anders als ein Drehbuch für einen Film, oder, ne? Musst du anders schreiben. Da sind die Dialoge, da ist der Schwerpunkt anders. Verstehen viele nicht. Ist auch nicht schlimm, werfe ich niemanden vor. Ich will's nur mal damit angeben, dass ich das weiß. Angeber. Scheiß Angeber. Und ich mag Angeber nicht. Nein, ist auch gescherzt. Ich mag es eigentlich nicht damit. Aber ja, ist halt Wissen, was ich hab. Ich will damit gar nicht angeben. Ist mir wirklich peinlich. Ist so, ja, ich weiß das leider. Ich weiß leider besser. Das ist so ein Gefühl, wo ich im Leben ganz viel mit rumgerannt bin, so dass ich es ja, leider weiß ich es besser. Tut mir leid. Ja, es ist halt scheiße, wenn man manche Dinge will man gar nicht besser wissen. Oder wo sich nachher auch rausstellt, ja, hast du es besser gewusst. Ist furchtbar, weil es meistens das Wissen ist, wo man denkt, hätte ich lieber nicht gewusst. Wo ich manchmal voll dann noch in die Tasche gucken. Wo ich einfach denke, ich wäre gerne an manchen. Das ist das Schlimme an Wissen, dass man manchmal dann denkt, ach, wäre ich doch lieber naiv. Der Horizont, der sich einem öffnet. Auch, habe ich auch schon mal drüber sinniert. Ne? Also je mehr man weiß, weiß man eigentlich, wie viel man nicht weiß. Weil einem das klar wird. Immer wieder. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so schlau, dass ich so... Also das ist eine seltsame Erkenntnis. Also wirklich seltsam. Eigentlich auch seltsam, dass ich mich schäme, dass ich manche Dinge weiß. Oder auch manche Dinge auch nur vage weiß. Aber immerhin, oder? Weißt du, das ist so ganz, ganz, ganz komisch. Wissen ist so in dem Wissen auch, dass man falsch liegen kann, dass das, was man abgespeichert hat, falsch sein kann. Ganz, ganz seltsam Ding. Und da verstehe ich schon, dass viele dann lieber, guck mal, wie ich hier balancieren kann auf dem Fahrrad, der kippt nicht mal um, dass er nicht mal einen Fuß runternimmt. Nee, aber auch, da verstehe ich auch, dass vielen leichter fällt, einfach zu glauben. So, Ich glaube das nicht. Oder ich glaube, das an Leben herhört. Naja, ich nicht. Ist aber auch egal, was ich glaube und was ich denke. Oder? Ist das wichtig für euch? Ihr habt ja auch eure eigene Einstellung und die ist auch okay. Bringt euch auch durchs Leben und am Ende werden wir sehen, wo wir damit enden. Das ist gewiss, alle an derselben Stelle. Da kommen wir dann wieder zusammen. In dem Sinne ist das schon richtig, dass wir dann alle, ob man das Himmel nennen kann, weiß ich nicht. Licht aus. Schön, dass wir jetzt zusammen sind. Dafür. Das ist doch toll. Das ist, was mich immer wieder wundert. Über solche Entfernungen sind wir dann doch jetzt verknüpft. Ein Stück weit. Danke dafür. Danke, Neberg. Und was er alles eingestanden hat. Und ach, beschäftigt euch mit dem mal. Guter Mann. Richtig guter Mann.
Und was mache ich jetzt? Baue noch ein bisschen hier an der Pyramide im Stillen. Und hoffe, heute ist Freitag. Ich wollte am Wochenende anfangen zu streamen. Vielleicht klappt's ja. Ich habe noch ein paar Hindernisse, die... Naja, ich werde dann erzählen. Aber ich glaube, ich werde trotzdem einfach mal machen. Ne? Genauso wie jetzt einfach mal die Pyramide machen hier. Ne? Guck mal, Stein gesetzt. Es geht los. Falsch gesetzt. Es geht schon wieder los. Also. Ich denke, ich werde jetzt wieder den Schnellmodus im Schnitt aktivieren, aber solange ich rede, kann ich das nicht. Guck mal, dann ist das die echte Geschwindigkeit, wie ich Steine setze. Und ihr seht das immer, brett, brett, nicht? Ja, ja, komm, hör auf zu quatschen. Oh, ich komme hier nicht mehr dran. Also, bis morgen, dann gleich. Oder so.